Was geht auf YouTube? Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Wir haben uns heute eine Straßenfrage von Mike Eggers angeschaut. Der war nämlich auf dem World Club Dome. Habe ich auch schon einen Vlog auf meinem Hauptkanal zu hochgeladen. Könnt ihr gerne abchecken. Und ja, da wurde gefragt, wann die Leute das letzte Mal gewumst haben. Es war teilweise sehr unangenehm, aber unterhaltend. Abfahrt, viel Spaß. Schönen guten Tag, Leute. Die Festivalsaison hat wieder angefangen. Selbstverständlich bin ich wieder unterwegs. Auf welchen Festivals seid ihr dieses Jahr, Chat? Ich habe schon gesagt, Open Beats und Perukaville. Open Beats und Perukaville, das ist es. Hier gerade in Frankfurt beim World Club Dome. Wir gehen jetzt los. Hallo, da war ich ja auch, fällt mir gerade auf. Da war ich auch, aber nur einen Tag. Fragen die Leute mal, wann hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Ich bin sehr gespannt, ihr könnt natürlich auch gerne... Und Chat, das ist einfach wieder auch einfach, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, das ist einfach das qualitativ Hochwertigste, was mir jetzt gerade eingefallen ist, was wir gucken können. Wann hast du das letzte Mal gebumst? Mal komplett offen und ehrlich. Jetzt in die Kommentare schreiben oder es ehrlich beantworten. Wann hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Carsten hinter der Kamera, mein Name ist Mike Eggers. Naja, komm rein. Hallo, servus, kommst du aus? Video. Bist jetzt drin an Mod sogar. Chillig, schöne Grüße an Montana Black. Letzte Mal Sex bei dir. Vorgestern. Es musste Montana Black sein. Oh, mit wem? Mit meiner Verlobten. Ah, oh, du bist verlobt. Ja. Wo ist der Ring? Meine Verlobte hatte noch. Hä? Marc? Hä? Was? Also, hä? Ich meine, Gleichberechtigung schön und gut, aber. Hi. Wer bist du? Ich bin die Laura. Ich schwöre, da liefen so viele Mädels so rum. Du darfst das Video auch Floyd nicht zeigen. Karte mal. Nein, nein. Hältst du dich irgendwo fest? Wir fragen die Leute, wann sie das letzte Mal Sex hatten. Boah, warte. Letzte Woche von Sonntag auf Montag. Okay, kennt man ihn? Also war das so One-Night-Stand? Kennt man nicht. Aber ist auch kein One-Night-Stand. War kein One-Night-Stand? Aber auch kein Freund. Freundschaft plus? Ja, ja, genau sowas. Und? Warum? Weil er auch nicht was in der Hose hat. Wir viben. Ja, er muss auf dieselben Sachen stehen. Also, man muss sich sexuell irgendwie anziehen. Weißt du, was ich meine? Was zieht dich sexuell? Das ist, also ich muss ehrlich sagen, Real Talk, ganz ehrlich, lasst euch impfen, Spaß. Spaß. Nee, aber wirklich, dumm war krass. Ich bin ein paar Rooker, bin mir gespannt. Ey, egal, Männer, Frauen, ey, die sehen alle so krass aus so einem Festival. Das ist wirklich geistgestört. Das ist wirklich heftig. Sexuell an? Nein, optisch. Muss mein Type sein. War ein Spaß, ich wollte nur triggern. Okay, was ist so dein Type? Euch. Oh, ich mag Schokobabys. Schokobabys? Ja. Da fühle ich mich direkt angesprochen. Weiß ich nicht. Man denkt wirklich, du hältst dich hier so charmant fest. Aber das ist ja geil. Siehst du das, Carsten? Also wir machen Video, kein Foto. No. Jetzt weiß ich Bescheid. Yeah. Ich werde zum Schokobaby. Okay, okay, okay. Du fragst manchmal nach einem Kuss, oder? Nee, nein. Also das würde ich wirklich nicht fragen. Ehrlich, du bist der größte Mann davon. Nee, ich frage heute tatsächlich sehr seriös, wann du das letzte Mal Sex hattest. Mein letztes Mal Sex? Ja. Heute Nacht. Nein! Ja! Ja, Zehner! Doch, wirklich? Ja, beim Festival. Nein, er freut sich auch zu sehr. Guck mal, wie seine Augen aufgegangen sind. Wann du Sex hattest. Mein letztes Mal Sex? Ja. Heute Nacht. Nein! Doch, wirklich? Ja, beim Festival oder was? Nein, mit meiner Freundin. Ich habe eine Freundin. Ja, okay, dann doch. Und eine Traumfrau gefunden. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Aber die ist nicht mit dabei? Doch, die ist dabei. Die ist gerade auf Toilette. Okay, ja, gut für sie. Dank des Interview. Ja, ja, ja. Die ist auf Toilette, hat da ihren Spaß. Ja, ja, natürlich. Nee. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Wer ist das nochmal? Der war bei Temptation Island, oder? Das ist der einzige, den ich aus dem Trash-TV kenne, weil der bei dieser Werbung für diesen Poloch-Film mit drin war. Wie heißt der nochmal? Vorgestern. Eine längere Bekanntschaft oder so ein One-Night-Stand? Beides. Es war eine längere Bekanntschaft und ein One-Night-Stand. Danach ging nichts mehr? Nö. Wie lernst du am besten Frauen kennen? Ja, einfach. Alle drei Fragen bisher mit beantwortet. Hast du das letzte Achtung? Mal Sex? Frauen kennen? Ja, einfach so, beim Feiern, beim Saufen, beim Flirten, so. Ach, heute Nacht auch auf entspannt? Ja. Okay, das dritte Mal war da noch davor, glaube ich. Wie lange seid ihr zusammen? Seit 11.11.2022. Oh, Bro, Karnevalsbeginn. Ja, natürlich. Beste Datum, das kann doch was werden. Meine Eltern sind auch seitdem zusammen. Mach's gut, Hanna. Zwei, Digga, Hanna, vorsichtig. Schatz, ich liebe dich. Wann die Leute das letzte Mal Sex hatten? Oh je. Diese Woche. Diese Woche? Ja. Gut. Gut, gell? Mittwoch. Mit Freund? So ähnlich. Freundschaft plus.
bei dir. Würdet ihr antworten, Chat? Kennt man die? Hanna Legende, kennt man die? Würdet ihr auf diese Frage antworten? Gibt ja Leute, die würden einfach weggehen. Kennt man die? Wer ist das denn? Wer ist denn Hanna? Hanna. Ja. Was war das? Am Donnerstagabend. Weißt du, was die für eine Konstellation hat? Ja. Was das für eine ist? Ja, ein Lieber. Oh, im Bett auch lieb. Kein Kommentar. Der hat direkt Wasser besser ist. Dortmund 4-4 Nordstadt, da wo man das letzte Wort hat. Gestern. Mit wem? Freundin. Ja, dann ist okay. Wie lange schon? 2 Jahre jetzt fast. Aber ist noch gut dann alles oder was macht man nach 2 Jahren? Die ist einfach eine Karnevals-Videolegende, deshalb keine Promi oder so. Aber die kennen sich oder was? Ist langweilig. Ich glaube, man verbessert. Alle nur noch Freundschaft Plus, gibt keine Liebe mehr auf dem Planeten. Wie ist das eigentlich? Wie ist das bei Freundschaft Plus? Habt ihr da Erfahrung und funktioniert das? Oder ist es dann oft so, dass sich einer von den beiden verliebt? Weil Bumsen so an sich schon eher Kategorie Intim. Oder? Gehabt und einmal ist eine Beziehung rausgeworden, die andere Mal war es immer mit verlieben und einer wollte nicht. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann einer verliebt, ist relativ hoch, oder was? Verbessert eher. Oh, zum Beispiel, was habt ihr verbessert? Also man verbessert eher die Technik. Das. Warte, was? Aber ist noch gut dann alles oder was macht man nach 2 Jahren? Wird's langweilig? Ich glaube, man verbessert eher. Also da hätte ich, glaube ich, nicht drauf geantwortet, sage ich dir ehrlich. Ich finde so, die erste Frage ist in Ordnung, aber die zweite Frage ist dann zu intim, finde ich. Oh, zum Beispiel, was habt ihr verbessert? Also man verbessert eher die Technik. Das geht auf deine Kappe. Ganz genau, das geht auf meine Kappe und sie versucht halt mitzuhalten. Auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Was ist deine Technik? Nein, bitte nicht antworten. Ist eine gute Frage. Ja. Nicht antworten. Verbessert. Bitte nicht antworten. Komm, Bruder. Er heißt Tim. Tim, sag's nicht. Tim. Bitte tu es das jetzt nicht immer. Ey, das ist krass. Danke. Wirklich schon sehr lange her. Ich glaube schon 6 Wochen oder so. Warum? Weil ich nicht mit jedem x-beliebigen Mann ins Bett gehe. So! Es hat 4 Minuten 16 gedauert. Ich habe die ganze Zeit mich gewundert, warum bumsen die alle so viel, wenn die nicht in der Beziehung sind. Guck mal, Anastasia. Schön. Okay, und wer war es vor 6 Wochen? Dortmund 4-4 Nordstadt, da wo man das letzte Wort hat. Ein Mann, den ich sehr, sehr, sehr lange kenne. Okay. Also wirklich viele Jahre und wir hatten halt immer wieder, wenn wir Single sind, so Freundschaft plus. Okay. Echt lange her, 6 Wochen. 6 Wochen ist schon lang, oder? Wer von euch ist Single, ist in so einem Bumsalter? Wie viel Sex habt ihr so? Also ist 6 Wochen da viel oder wenig? Wie ist denn das so, wenn man Single ist? Viel Tinder-Game drin ist, in 6 Wochen viel. Ich finde sechs Wochen, weiß ich nicht. Aber kann was Ernstes draus werden? Ich hab's mir erhofft, aber er möchte keine ernste Beziehung. Jetzt haben wir einen, der wahrscheinlich körperlich keine Probleme haben wird, Frauen zu klären. Ja, wird okay sein. Ey. Wird okay sein. Ist fast wie bei mir. Ich mach kurz den Vergleich. Alter, geistkranker Buddy. Dass du einmal weißt, ich will ihn nicht einschüchtern, Digga. Ja, ich will ihn nicht einschüchtern. Ja. Oh! Ich dachte auch wirklich, dass ich vor 6 Wochen das letzte Mal Sex hatte. Es gibt ja hier so manche, die sagen... Ob ich dir das glaube? Ja. Nein. Wirklich nicht? Nein. Was hast du denn gedacht? Was denkst du denn? Wenn du mich so lieb, was würdest du denken? Nee, also was ich denken würde, so vor 2 Jahren. Oh. Vor 2 Tagen. Ja? Mit Freundin oder? Ja, so eine Bekanntschaft. Was bedeutet Bekanntschaft? Ja, 11 plus sowas in der... Oh, aber schon länger? Seit 3 Wochen. Okay, was zeichnet sie als Freundschaft plus aus? Ja, sie ist eine sehr nette Frau. Vielleicht wird das mehr... Tim Gabel hat gesagt, er ist auf Stoff. Bei ihm sind halt die Adern so krass, ne? Ich glaube, Adern, Veins ist immer ein großes Problem und ich glaube, da kann man immer relativ schnell sehen, ob einer am Stoffen ist oder nicht. Das ist halt schon... Sehr krass, diese Veins, ne? Ach so, aber bei Freundschaft Plus geht's ja meistens nicht um Nettigkeit, sondern um die sexuellen Aktivitäten. Ja, das wird sein, ja. Auch Nettigkeit. Was ist da so, ihr Steckenpferd? Also, ich kann gut lutschen. Ja, genau. Ja. Was passiert jetzt? Unfassbar unangenehm. Ich klicke mal ganz kurz hier auf mein Handy, damit ich so tue, als ob ich irgendwas zu tun habe. Machen wir weiter. Das habe ich mir was gedacht. Jetzt müsst ihr euch erstmal vorstellen. Also der Benji ist mein... So Quatsch mit dem Adern hat mit Körperfett und Genetik zu tun. Also ja, du hast natürlich je bessere Genetik du hast und je geringer du im Körperfett bist, desto besser sieht man die Veins. Aber man sieht da schon einen krassen Unterschied zwischen Leuten, die stoffen und die nicht stoffen. Also... So über den ganzen Körper verteilt, so krasse Veins, bist du halt entweder gerade wirklich am lowest point deiner Diet, wenn du natural bist, oder du bist halt auf Stoff. So, weißt du, was ich meine? Lass ihn doch stoffen. Mann, Chat, warum fühlt ihr euch eigentlich immer so angegriffen, Digga? Ich hab doch gar nichts gesagt. Aber ist nicht jeder gleich auf Stoff, wollte ich sagen. Ja, natürlich nicht. Aber war gerade das Thema und dann sage ich mein Take dazu und dann... liebster Arbeitskollege. Welchen Beruf übt ihr aus?
Wir sind Geldwäscheberater. Stark. Ja. Also hier kannst du die Frage sehr gut stellen, mir am besten heute gar nicht. Oh Mann, gebrochenes Herz. Gebrochenes Herz. Wie nennt man das nochmal? Wie wenn du untervögelt bist. Ah ja, schüchtern. Oder schüchtern. Wie nennt man das nochmal, wenn man untervögelt ist? Ah, schüchtern. Alles klar. Bei dir letztes Mal? Eine Woche. Mit wem? Situationship. Mit dir im Ex-Roll. Nein. Wann war dein letztes Mal Sex? Ja, ich wusste. Ich habe mir die Leute rausgesucht, die ein richtig gutes Langzeitgedächtnis haben. Was ist denn jetzt? Vor einer Woche, zwei. Oh. Letztes Mal Sex, vor zwei Wochen. Hast Freundin? Der ist auch Influencer. Guck mal, das ist natural. Das ist natural. Ich würde sagen, der hat so, weiß ich nicht, wie viel Prozent sind das? 10% Körperfett? Der andere war auf 2 oder so. Nee, ich habe keine Freundin. Mit jemandem, den ich ein bisschen so undate, weißt du? Aber ist auch kein Freund. Eine Undatung. War kein Wannabe? Aber auch kein Freund. Ey, ich habe das heute öfters gehabt, dass Leute ein bisschen undaten, aber... Ja, undaten? Eine ja gewisse nicht mehr Undatung. So Bindung, sondern mehr so, weißt du... Hier und da ausprobieren, ne? Wie wichtig ist dir denn, dass es auch beim Sex läuft? Ich kenne den. Also aber der stofft doch nicht, oder? Also ich glaube, auch ein Relationship so, ne? Baut ja irgendwo auf dem Körperlichen auch auf. So, damn! Der ist richtig krass. Posing der Session, krass. Posing Session. Ich hab das Video gesehen, wo der ESN-Athlet wurde mit Johannes Lukas. Komm her. Hattest du das letzte Mal? Das ist ein krasser Körper, actually. Also ihr wisst ja, dass ich auch gerade selber am Cutten bin. Komm her. Das ist schon sehr krass, eigentlich. Ich glaube, ich weiß halt nicht, ich kann es nicht so ganz einschätzen, weil ich, wenn ich fertig bin, also ganz, ich will mal ganz kurz hier meinen Monolog weitermachen, während Marc daneben wirklich auch überragend aussieht. Konzentrieren wir uns mal ganz kurz auf den Körper. Also wo ich hin möchte, Leute fragen halt immer in meiner Diät und so, wie viel ich abnehmen möchte, wo ich hin möchte und so weiter und so fort. Ich möchte einen richtig sportlichen Körper haben, aber einen Körper, der nicht meinen gesamten Tagesablauf bumst. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach da, also meinetwegen bin ich ein bisschen höher mit dem Körperfettanteil, aber ich will halt so... Ich will nicht aufwachen und dran denken, ich muss heute 10.000 Steps reinkriegen, ich muss heute ins Gym und erst nach dem Gym kann ich was Geiles essen, vormittags muss ich fasten. So, wisst ihr, was ich meine? Ich will so... Marc hat einfach ein Smiley auf dem Bauch. Wisst ihr, was ich meine? So ein... Und ich weiß nicht, ich glaube, er ist schon ein Schnuff zu tief für diesen Lifestyle. Ich glaube, oder? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich trinke abends 10 halbe. Hattest du das letzte Mal Sex? Vor 2 Wochen. So lange her? Zwei Wochen lange her. Termine. Was zum Beispiel? Kennt ihr dieses Video von dem einen? Sorry, wenn ich nochmal unterbreche. Das war auch eine Straßenumfrage. Warte mal. Warte. So lange her? Ja, Bruder, ich habe viele Termine. Ich stecke einfach direkt rein und jeder ist für seinen eigenen Orgasmus zuständig. Da kann ich nichts. Ich habe Termine. Ehrlich? Du bist einer, der da 2 Minuten reinhämmert und fertig ist und dann Ich wünschte, es wären 2 Minuten. Nach mir diese. Ich habe Termine. Hast du gerne ein Vorspiel? Nee, ich stecke einfach direkt rein und jeder ist für seinen eigenen Orgasmus zuständig. Da kann ich nichts. Ich habe Termine. Was zum Beispiel? Ich hab Termine. Letzte Woche. Mit wem? Mit dir, Digga. Nee, leider nicht. Was, Freundschaft Plus oder was Ernsteres? Ja, nee, F Plus. Was zeichnet sie aus? Sie kann gut lutschen. Geile Sau. Ja? Ja. Drecksau auch oder nur geile Sau? Richtig Drecksau. Digga, Drecksau halt, was soll ich das? Was passiert? Oh, nö, ey, aber so redet man nicht als Junge. Also sowas macht man doch eigentlich nicht, oder? Über die F Plus? Weiß ich nicht. Ja, aber guck mal, viele Leute... Du weißt, was ein Drecksau ist, ein Drecksau. Macht das alles die Leute nicht. Ich weiß es, aber die Leute, du musst erklären. Macht alles mit. Alles? Alles. Vor 4 Tagen. Hast du einen Freund? Nein. Oh, wer war's? Ich bin der Chef vom World Club Dom. Jemand. Also, wie habt ihr euch kennengelernt? Er hat auf Torte Henne reagiert. Auf die Show, in der ich war. Ah, du, oha. Hattest du da was? Nein. In der Show? Ob ich da Sex hatte? Ja. Nee, er hat darauf reagiert, dann habe ich mit ihm zusammen Reactions gemacht und dann hat's halt... Dann kennt man den einfach, oder was? Kennt man ihn? Harmoniert. Weiß ich nicht. Warte mal, zusammen Reactions gemacht? Wem war das so? Was Ernstes oder nur so ein bisschen One-Night-Stand-mäßig? Immer ernst. Kannst du mal die Brille abnehmen, in die Kamera gucken und sagen, immer ernst? Immer ernst. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Gestern. Ja? Ja. Feste Freunde? Zählt es als Sex? Nee, ich hatte gestern Sex, ja. Keine feste Freundin? Nein. Okay, One-Night-Stand? Auch nicht. Aber ist auch kein One-Night-Stand. War kein One-Night-Stand? Aber auch kein Freund. Bist du einer, der...
auch? Überhaupt nicht, gar nicht. Würde man nicht denken. Ich weiß ja, ne? Man würde denken so, ey, Yassin, ey, der will unbedingt so Turbo und bla bla bla, 4-5 Stunden. Nee, ich bin ganz geil, also ich find's ganz geil, wenn ich eine Frau hab, die ich anschaue und wir fühlen uns einfach so. Schön, geschmeidigen Sex, 15 bis 20 Minuten, man liebt sich, man küsst sich. Danach gehen wir zusammen duschen, lachen und bestellen uns eine Pizza. Dortmund 4-4 noch. Stabil. Stabil. Kennt man den? Kann man den kennenlernen? Spaß, nee, aber sowas meine ich. Also, unabhängig von dem, was der gesagt hat, weißt du, was mich wieder stört oder nicht, was mich stört, aber da laufen fast nur so Typen rum, die einfach mies Style haben, krasse Klamotten haben, perfekten Hautton haben, heftige Tattoos, krasse Sonnenbrille, groß sind, sportliche Figur. Du wirst depressiv auf so einem Festival, ich schwör's dir. Das ist geisteskrank. Nur so Typen. Unbedingt so Turbo f***en und bla bla bla, 4-5 Stunden. Nee, ich bin ganz geil. Also ich find's ganz geil. Ich bin ganz geil. Man liebt das letzte Wort hat. So Leute, wir sind am Ende der Umfrage angekommen. World Club Dome. Hier geht noch richtig die Post ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir haben die Leute mal gefragt, wann hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Mein Name ist Marc Eggers, Carsten. Hinter der Kamera. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben, abonnieren. Die spawnen aufs Feste von KI. Ich schwör's euch, ChatGPT macht es. Das kann nicht legit sein. ChatGPT macht es.